Die Aufgabe: Triff einen Bierdeckel aus 50 Metern Entfernung. Das Problem: Du hast gerade 15 Kilometer auf Skiern zurückgelegt. Du bist außer Atem. Du bist nicht alleine. Tausende im Stadion, Millionen vor dem Fernseher schauen dir zu. Sport erklärt: Der perfekte Schuss beim Biathlon. Vorweg ein paar Fakten. Jeder Athlet muss pro Wettkampf 2 oder 4 Mal an den Schießstand. Dort versucht er 5 Ziele zu treffen in 50 Metern Entfernung. Die Ziele sind beim Stehenschießen so groß wie ein Bierdeckel, beim Liegenschießen so klein wie ein Golfball. Jede nicht getroffene Scheibe hat in den Disziplinen Sprint, Verfolgung, Staffel und Massenstart eine Strafrunde von etwa 150 Metern zur Folge. In den Einzelrennen werden Fehlschüsse mit einer Strafminute bedacht. Dadurch bekommt das Schießen eine zentrale Bedeutung. Je nach Disziplin, also Sprint, Einzel, Staffel, macht die Schießleistung zwischen 30% und 50% der Gesamtleistung aus. Anders gesagt, ein schlechter Schütze wird kaum ein guter Biathlet werden. Also in der Sprintdisziplin, wenn man 40 Sekunden vorne wegläuft und man erlaubt sich 2 Fehler, dann sind das eben summa summarum so 45, 46 Sekunden, die halt einfach platzentscheidend sind. Da ist man nicht Erster, sondern eben Zweiter. Was am Schießen so schwierig ist, kannst du selbst ausprobieren. Sprinte 3-mal hoch in den 5. Stock und versuche danach, deinen Wohnungsschlüssel beim 1. Versuch direkt ins Schlüsselloch zu bekommen. Gar nicht so einfach. Deshalb arbeiten Biathleten mit verschiedenen Techniken daran, Schießfehler zu vermeiden. Biathlon-Gewehre haben keine Zielvorrichtung, die das Ziel vergrößert, und auch kein Fadenkreuz, sondern einen sogenannten Diopter. Eine einfache Visiereinrichtung zum Anpeilen von Zielen mit dem bloßen Auge. Das Diopter besteht aus einer höhen- und seitenverstellbaren Platte mit einer sehr kleinen Durchblicköffnung in der Mitte, durch die der Blick auf die vordere Visiereinrichtung freigegeben wird. Es ist im Endeffekt eigentlich nur eine Schablone, die man vor sein Auge hält. 1 mm Durchmesser hat dieses Loch, wo wir durchschauen. Und das verhindert einfach eine unnütze Sonneneinstrahlung oder Lichteinfall und dadurch einen viel besseren Fokus. Es wirkt zumindest ein bisschen so, als wäre die Scheibe ein wenig näher zu uns. Die grüne Linie ist die Visierlinie des Diopters. Die rote Linie ist die Flugbahn des Projektils. Bei einem perfekten Schuss treffen sich beide Linien genau im Zentrum der Zielscheibe. Spannend wird die Geschichte mit dem Diopter, wenn Wind ins Spiel kommt. Bei Seitenwind von links beispielsweise wird die Flugbahn des Projektils nach rechts abgelenkt und der Schuss geht rechts daneben. Mithilfe des Diopters kann die Visierlinie verändert werden. Bei Seitenwind von links wird der Diopter nach links verschoben, wodurch sich die Visierlinie nach rechts verschiebt. Der Athlet ist jetzt gezwungen, die Waffe etwas nach links, also gegen den Wind, auszurichten, um die Zielscheibe wieder zentriert im Zielkreis zu haben. Der Diopter muss vor jedem Wettkampf je nach Wind und Wetter neu eingerichtet und die Einstellungen müssen während des Rennens gegebenenfalls angepasst werden. Erstes Training, zweites Training plus das Anschießen vor dem eigentlichen Wettkampf gibt uns nochmal diese Sicherheit, dass wir wissen, so und so funktioniert das, wenn der Wind so kommt, wenn der Wind so kommt. Und beim Wettkampf selber kann man dann diese Eindrücke aus den Trainings und beim Anschießen mit einfließen lassen und darauf kann man dann reagieren. Bei Sturm kommt aber noch ein Problem hinzu. Schütze und Gewehr geraten ganz schön ins Wackeln. Da hilft es, reaktionsschnell im Abzug zu sein, also dann abdrücken, wenn das Ziel gerade durchs Sichtfeld wackelt. Allerdings braucht es in der Regel keinen Sturm, um einen Biathleten ins Wanken zu bringen, denn das schafft der Körper des Sportlers von ganz allein. Durch die körperliche Anstrengung des Laufens, die Nervosität in der Wettkampfsituation und den Zeitdruck. Dagegen helfen, klar, ein fester Stand bzw. eine gute Liegeposition. Beim Liegendschießen gibt der Boden einen guten Halt. Der Schütze stellt den linken Ellenbogen auf, hängt am Oberarm zusätzlich ein Unterstützungsband ein und hat so eine gute Stabilität. Das Gewehr zieht er mit der rechten Hand an die rechte Schulter, den Ellenbogen stellt er ebenfalls auf. Jetzt liegt er fest auf dem Boden, beide Ellenbogen aufgestellt und kann so kaum noch nach rechts und nach links schwanken. Nur nach oben und unten sorgen Herzschlag und Atmung für etwas Instabilität. Aber auch das lässt sich in den Griff kriegen. Dazu gleich mehr. Beim Stehenschießen wird es schon ein bisschen schwieriger, denn da sind nur die Ski mit dem Boden verbunden. Beine und Oberkörper können ziemlich schwanken. Im Stehendanschlag, da haben wir Wind, was dich aus der Position, aus der Balance bringt. Deine Hüftposition bringt dich aus der Balance. Deine Schulter kann dich aus der Balance bringen. Wenn deine Muskulatur, deine Stabilitätsmuskulatur im Rumpfbereich da nicht trainiert ist, sondern auch dein Stützarm, der linke Arm, wo die Waffe so drinne sitzt, wenn der nicht gelernt hat, sich zu entspannen, dann ist Stehend halt extrem schwierig. Um trotzdem so viel Stabilität wie möglich zu bekommen, steht der Schütze seitlich mit der linken Schulter Richtung Ziel.
Er lehnt den Oberkörper ein Stück nach hinten. Dadurch liegt der Schwerpunkt des Gewehrs nicht so weit vorne, sondern eher über der Körpermitte. Außerdem kann er so den linken Ellenbogen in die Hüfte stellen. Den rechten Arm zieht er parallel zum Boden nach hinten und presst so das Gewehr an die Schulter. So sind Körper und Gewehr fest miteinander verbunden. Ein fester Stand ist aber nicht alles. Es braucht auch einen festen Blick. Einige sehr gute Schützen blinzeln zwischen den Schüssen gar nicht. Sie fokussieren das Ziel und lassen es nicht mehr aus dem Auge. Zwischen den Schüssen liegt nur je ein Atemzug. Und diese Atemzüge folgen einem ganz bestimmten Muster. Einatmen. Zu zwei Dritteln ausatmen, Luft kurz anhalten, abdrücken, dann den Rest ausatmen. Durch diese Technik versuchen Athleten, den eigenen Körper beim Abdrücken möglichst ruhig zu halten. Denn jeder Herzschlag ist eine Erschütterung im Körper. Durch die Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Atemtechnik mit kurzer Pause finden sie genau den Punkt zwischen zwei Herzschlägen. Oder das neue Moderne, gerade im Stehendanschlag wird das benutzt, einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Zu ruhig sollten sie dabei aber auch nicht werden. Denn wenn der Puls nach der Anstrengung des Laufens zu tief sinkt, kann das kontraproduktiv sein. Denn dann werden die einzelnen Herzschläge stärker, um den Muskeln den benötigten Sauerstoff zu schicken. Und je stärker der Herzschlag, desto stärker die Erschütterung im Körper. Da pumpt das Herz mit richtig Druck durch die Adern. Vorne im Korntunnel wird das Ziel schon heftig von rechts unten nach links oben hin und her geschaukelt. Und da muss ich so einen Moment abpassen, bevor es wieder anfängt zu pulsieren. Das ist bei 140 Puls jetzt nicht so einfach. Und es kann zur gefürchteten Nähmaschine kommen. So nennen Sportler einen Zustand, in dem der Körper, besonders die Beine, anfangen zu zittern. Man schwankt leicht hin und her wie eine Nähmaschine. Ein sauberer Schuss wird so extrem schwierig. Ich glaube, das ist eher hier oben im Kopf, dass man in Sachen mentaler Stärke der Situation nicht gewachsen ist. Und dann schafft man es nicht richtig, die Muskulatur zu entspannen, die eigentlich entspannt sein sollte. Das ist ganz unangenehm. Diopter sauber einstellen, fester Stand, fester Blick, Atmung und Puls kontrollieren und dann im genau richtigen Moment abdrücken. Eine Garantie sind aber all diese Techniken nicht. Denn auch wer Arme, Beine, Augen und Abzugfinger perfekt beherrscht, kann durch ein anderes Körperteil trotzdem aus dem Konzept gebracht werden. Durch das Hirn. Das spielt eigentlich die entscheidende Rolle, weil jeder, ich kann es jetzt zumindest vom deutschen Team sprechen, jeder hat's drauf. Und jeder hat's drauf, auch richtig starke Bilder zu schießen im Training. Aber irgendwie gibt's dann eben eine Diskrepanz zwischen dem belastungswettkampfnahen Schießen im Training und eben auch dem Schießen im Wettkampf mit Zuschauern hinten dran. Gegen den falschen Gedanken im falschen Moment kann die beste Technik nichts ausrichten. Egal ob die Angst vor dem Versagen, private Probleme oder nur der Gedanke ans Nachdenken selbst. Wer den eigenen Kopf nicht im Griff hat, wird am Schießstand scheitern. Eine Studie von 2018 zeigt, erfolgreiche Biathleten sind in der Lage, bestimmte Hirnareale zu hemmen. So können die automatischen, motorischen Programme ungehindert ablaufen. Der Schuss wird präziser. Deshalb trainieren professionelle Biathleten längst nicht nur Laufen und Schießen, sie arbeiten zunehmend auch mit Mentalcoaches. Vanessa Vogt zum Beispiel konzentriert sich schon beim Einlaufen in den Schießstand auf ein bestimmtes Wort. Nach jahrelangem Training schafft sie es so, in einen Flow zu kommen, also alles um sich herum auszublenden. Den perfekten Biathlon-Schützen wird es aber trotz aller Techniken und Tricks wohl nie geben. Denn am Ende ist es immer noch ein Mensch, der den Abzug drückt. Und der kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben.